Wer ist Hermann Behn? Hermann Behn ist ein Rechtsanwalt, der so reich war, dass er nicht Rechtsanwalt sein musste. So ungefähr antwortete Gustav Mahler auf diese Frage. Dass Gustav Mahler und Hermann Behn Freunde wurden, das konnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand wissen. Hermann Behn war ein Mäzen, der in Hamburg das klassische Musikleben maßgeblich beeinflusst und gefördert hat. Aber er war noch mehr. Er war auch Komponist, teilweise zeitweise Schüler von Rheinberger und Bruckner und war sozusagen ein Profi auf zwei Ebenen. Als Komponist ist Hermann Behn nicht so bekannt geworden, als Bearbeiter sinfonischer Werke noch weniger. Denn erst in den letzten Jahren wurde die Bearbeitung der zweiten Sinfonie Gustav Mahlers für zwei Klaviere von Hermann Behn entdeckt und aufgeführt. War das alles, was Hermann Behn bearbeitet hat für zwei Klaviere? Nein. In den letzten zwei Jahren sind aufgetaucht 50 sinfonische Sätze aus Richard Wagners Musikdramen, bearbeitet von Hermann Behn. Und zwar hat er in der Zeit zwischen 1913 und 1917 die großen Opern seit Tristan bis zum Parsifal bearbeitet, immer in drei Bänden, also die volle Spielzeit pro Oper ca. 90 Minuten. Nun gibt es viele Bearbeitungen. Es gibt auch andere Bearbeitungen für zwei Klaviere von Opern. Max Reger hat einiges bearbeitet. Es gibt die Bearbeitung für hochvirtuose zweihändige, für zwei Hände. Besonders Anton Rubinstein. Moment, ich springe ein bisschen auf. Okay, vielleicht nochmal wie den Versprecher. Ja. Es gibt noch andere Bearbeitungen und die bekannten sind die Wagner-Bearbeitungen von Franz Liszt und Josef Rubinstein. Die sind aber für zwei Hände. Für vier Hände oder gar zwei Klaviere gibt es nicht so viel. Und seitdem die Behnschen Bearbeitungen entdeckt worden sind, was ein riesiger, gewaltiger Schatz ist, auch vom Umfang her, ist eine neue Zeit angebrochen. Da mir ein Antiquar eines Tages dieses Thema zusandte und ich sofort sah, dass es sich um eine außerordentliche Rarität handelte, habe ich mich auf die Suche gemacht, weitere Opern zu finden, bis ich nach einer zweijährigen Odyssee sozusagen durch alle Antiquariate Deutschlands alle Bände zusammen hatte und es inzwischen zu Konzerten gekommen ist mit dem Ring und die erste CD mit Rheingold und Walküre bereits auf dem Markt sind. Die Eigenarten Hermann Behns in seiner Bearbeitung sind ganz einzig. Verglichen mit den normalen großen virtuosen Bearbeitungen, vielleicht von Strawinskys Werken für zwei Klaviere, die pianistisch sauber durchkonstruiert sind, hat Behn sozusagen den Klavierpart rückinstrumentiert und hat in einer ganz ungewöhnlichen Weise erzwungen, dass die Dinge sinfonisch klingen und nicht wie Klaviermusik. Dass er da zum Teil über das Ziel hinausgeschossen ist, dass er verlangt, anderthalb Oktaven in einer Hand zu spielen, das ist natürlich Absicht. Er weiß, dass das nicht geht. Aber er hat selbst in einer Fußnote gesagt, ich möchte nicht, dass das zusammen angeschlagen wird, sondern ich zwinge die Pianisten, dass sie das, wie man so schön sagt, reißen und dadurch mit dem Pedal gehalten, erklingen dann ganz besondere orchestrale Klänge. Dabei kommt es auch vor, dass sich Harmonien, die nicht zueinander gehören, die eigentlich getrennt werden müssten, dass die sich vermischen. Aber er nimmt das alles in Kauf, um einen Orchesterklang und nicht einen typischen Klavierklang zu erzwingen. Denn der Pianist kann gar nicht anders, als orchestral zu spielen. Es ist zum Teil unspielbar, was er verlangt, denn er verlangt in zwei vollen Händen nochmal eine oktavierte Trompetenklang
Skala zum Klingen zu bringen oder hervorzuheben, was praktisch nicht möglich ist. Es ist mehr eine Idee, dass man weiß, dort geht die Trompete. Spielbar ist es zum Teil nicht. Und so hat er viele rein pianistisch sehr anspruchsvolle Aufgaben gestellt. Aber das Besondere ist, und das verdient hervorgehoben zu werden, wenn man sich auseinandergesetzt hat mit den Dingen und sie richtig verstanden hat, die Opern kennt und sie geübt hat, ist alles gut spielbar.